Übrigen hier, Freunde, vielleicht, ich kann mal die Kamera kurz ein bisschen drehen. Kann man das gut erkennen? Lucy Cat, was war da? Also, als ich heute spazieren gegangen bin mit dem Kylo, habe ich so mir unterwegs überlegt, eventuell hat sich diese Loyalität ausgezahlt. Wie findest du das Spiel Spider-Man? Lass mich kurz überlegen. Scheiße. Absolut nicht meins. Nicht meins. Vielleicht bin ich aus dem Alter raus, wo ich Spider-Man geil finde, Digga. Aber ich finde Spider-Man... Hat mich nicht gecatcht. Hat mich nicht gecatcht, Digga. Ich habe die ersten zwei, drei Missions gezockt. Hat mich nicht gecatcht, Digga. Im Übrigen hier, Freunde, vielleicht... Ich kann mal die Kamera kurz ein bisschen drehen. Kann man das gut erkennen? Ja, moin. Wahrscheinlich kann man das gut erkennen. Seht ihr das Regal jetzt? Hängt jetzt überm Boden. Ah, sieht man jetzt schlecht. Aber ihr seht's ja so ein bisschen, ne? Haben wir umgehängt ein bisschen. Oh, Digga. Schon FIFA vorbestellt? Wahrscheinlich bestelle ich mir FIFA vor, oder? War schön mit Lucy, auf jeden Fall. Mit Lucy war entspannt, Digga. Freust du dich auf die FIFA 19 Packs? Freunde, nochmal. Ich werde kein FIFA zocken, Digga. Gehst ins Gym? Mein Gym ist zu Hause. Ich mache seit einer Woche, eineinhalb Wochen Eigengewichtstraining. Also... hier, sag schnell, das Spiel, also die Beta hier, check for Update. Ich habe das neueste Update da drin, Digga. Soll ich euch mal was erzählen, Alter? Ich habe seit dem Fortnite-Update mit dem neuen Modus eine einzige Runde gezockt, Digga. Heute habe ich noch gar keinen Sport gemacht, Digga. Ich mache das während des Streams und nach dem Stream. Meine Kollegen waren jetzt fast 5 oder 5,5 Stunden da, Digga. Ich habe das seit dem Update noch gar nicht gezockt wieder richtig, Digga. Also, ich habe es noch nicht gezockt, aber nur rein vom Optischen, so wie ich das in den Gameplays gesehen habe, finde ich diese Schlinge, dieses Seil, Digga. Finde ich nicht geil, Digga. Also ich würde an eurer Stelle ein bisschen aufpassen. Big Mac kann heute auf jeden Fall ein bisschen schneller bannen. Big Mac ist on fire. Wieso Big Mac on fire ist, wir wollen es mal so sagen, Digga. Es könnte eventuell angehen. Eventuell, dass Big Mac, der Ehrenbruder, Big Mac, der einzig wahre Ehrenbruder, der loyal ist seit Tag 1, eventuell hat sich diese Loyalität ausgezahlt. Und eventuell ist mein Kollege Holger, der Glatzkopf, eventuell ist der letztens... zu Big Mac gefahren und hat ihn meinen alten Mifcom-PC vorbeigebracht. Das könnte eventuell sein, Digga. Das heißt, im Umkehrschluss für euch, Big Mac ist on fire, Digga. So wie hier die Gegner on fire sind, Kappa. Hier ist nicht ein Gegner, Digga, lol. Also, guck mal, für mich ist es einfach so und dann ist das Thema auch für mich gegessen. Ich habe mit Big Mac auch Rückgespräche gehalten, ob ich das im Livestream erwähnen darf, dass er von mir den alten PC bekommen hat oder nicht. Und Big Mac meint, dass es für ihn vollkommen in Ordnung ist. Einige verstehen das nicht, Digga, und einige werden es verstehen. Ich habe weder von Big Mac jemals, und ich kenne Big Mac jetzt seit 5 Jahren, ich habe weder von Big Mac eine Sprachnachricht bekommen, also im Umkehrschluss, ich weiß nicht, wie seine Stimme klingt, weder weiß ich, wie er optisch aussieht, aber Big Mac ist jetzt seit 5 Jahren eigentlich in jedem fucking Stream dabei und ist immer loyal gewesen, Digga. Und hat mich nie als Monte gesehen, sondern, oder was ist nie als Monte, aber er hat mich immer als Marcel behandelt und nicht als Monte. Und vielleicht versteht ihr das nicht und vielleicht versteht Big Mac das auch nicht, aber für mich ist Big Mac wie ein Homie geworden, Digga. Dann hat er mir mal ein Bild von seinem PC gezeigt, oder ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Auf jeden Fall habe ich mal seine Zentrale gesehen, von dem er Dinge, wo er alle Chat-Aktionen, dies, das, Ananas macht. Und Bruder, da bin ich fast... das sah halt ein bisschen veraltet aus, was ja auch in Ordnung ist so. Nicht jeder kann sich was Cooles leisten, so. Das ist ja auch voll in Ordnung. So, und ich habe jetzt seit ich meinen neuen PC habe von Mifcom, habe ich den alten PC nur rum, stand da nur rum. Und da habe ich einfach zu Big Mac gesagt, Digga, ich schicke dir das Ding rüber. Weil ich ihm das einfach gönne als kleines Dankeschön. Das ist schon die Geschichte dahinter, Digga. Das ist schon die Geschichte dahinter. Ich gönne ihm das einfach, Digga. Und hoffe einfach, dass ich ihm damit ein Stück weit das, was er die letzten Jahre für mich gemacht hat, zurückzahlen konnte. Klar gibt es viele Moderatoren, die immer aktiv am Still sind, aber es gibt nur 2, 3 Moderatoren, zu denen ich, würde ich sagen, ein besonderes Verhältnis habe. Alle anderen Moderatoren sind auch Homies von mir, so vom Ding und korrekt. Aber es gibt nur 2, 3 Leute, zu denen ich so ein... nochmal engeren Draht habe, will ich jetzt mal sagen, Digga. Und das auch gar nicht böse gemeint, den anderen Moderatoren gegenüber. Wieso geht's um Moderatoren direkt? Naja gut, weil der Hintergrund ja ist, dass Big Mac seit 5 Jahren Moderator bei mir ist. Ganz einfach. Ist ja auch egal. Lucy Cat, was war da? Also, um da auch nochmal das Vorurteil wegzunehmen. Nein, ich habe Lucy Cat nicht gefickt. Das war rein geschäftlich, dass wir uns getroffen haben. Mehr möchte ich und kann ich da auch nicht so sagen, Digga. Ist eine ganz süße Maus. Ich verstehe mich, Baba, mit ihr.
Wirklich keine hohle Frucht wie Katja oder what, mit der kann man sich richtig gut unterhalten. Wir haben uns lange unterhalten, von Thema A bis Z über alles, Digga, ob es Arschficken war oder whatever. Man konnte sich cool mit der unterhalten, Digga. Und ja, eine süße Maus, Digga, mit der ich mich gut verstanden habe, Digga. Ich könnte euch jetzt ein paar Sachen erzählen, dann würdet ihr verstehen, warum ich definitiv, und ihr es mir auch glauben müsstet, warum ich nicht mit ihr irgendwas gestartet habe. Aber das überschreitet dann ihre Privatsphäre. Insofern werde ich da nichts zu sagen, Digga. Ah ja. Ja gut, die M16 hat mir die Ehre genommen. Okay, keine Ahnung, warum die M16 mich da so genutzt hat, Digga. Ich glaube, er hat mir ein, zwei Headies gedrückt oder so. Na, no, macht nichts, Digga. Weißt du, wie alt der Big Mac ist? Wie gesagt, respektiert Big Mac seine Privatsphäre. Ich werde da nichts zu sagen, Digga. Wenn Big Mac Lust hat, euch zu erzählen, wie alt er ist oder whatever, dann werde er das machen. Aber ich werde da nicht nichts zu machen, zu sagen. Ja, mag sein, dass ich Hatre Kami nicht der Beste bin, aber in der Situation doof gelaufen, Digga. Und wenn du meinst, ich bin schlecht in Fortnite, dann ist das in Ordnung. Das ist deine Meinung, Bruder. Aber dann verstehe ich den Zusammenhang nicht, warum du in dem Stream am Stissel bist. Also ich schaue mir auf jeden Fall nie Streamer an, die ich schlecht finde. Vom Gameplay her. Willst du mal Big Mac sehen? Ja, klar. Warum nicht, Digga? Aber wie gesagt, ich werde da jetzt nicht auf Krampf... Whatever. Also ich habe ja Big Macs Adresse, also jetzt so vom Ding her, ich habe Big Macs seine Adresse, weil wie gesagt mein Kollege hingefahren ist, aber ich würde weder die Adresse irgendjemand weitersagen, außer meinen Kollegen, der da zu ihm hingefahren ist, oder irgendwie einfach da hinfahren. Digga, seit wann gibt's denn eine grüne Sniper? Hä? Habe ich was verpasst? Anscheinend schon, oder? Lol. Seit wann gibt's denn eine fucking grüne Sniper? Seit Update, ja, da seht ihr mal, wie verplant ich bin. Oder wie lange ich das Game nicht mehr gezockt habe. Oh nein, der hat diesen Enterhaken, der, ich hab ihn ganz genau gehört. HP, Digga. Also, wir merken uns mal ganz kurz. Eben habe ich das Aim-Duell gegen jemanden verloren. Oder das Duell, der eine M16 hatte und ich eine Schallgedämpfte. Jetzt im Umkehrschluss verliere ich das Duell gegen die... Ach, Digga. Aim-Rip? Digga, ich war eigentlich ganz gut drauf auf dem Gegner gerade. Schlechte Aim war das gerade eigentlich nicht. Also, ich habe, als ich heute wo bin ich da hingefahren? Als ich heute spazieren gegangen bin mit dem Kylo, habe ich so mir unterwegs überlegt. Das ist so meine persönliche Meinung, Digga. Wenn das so weitergeht mit Fortnite, Digga, dann machen sie aus einem Spiel, was extrem viel Potenzial und geil war, machen sie einfach ein Scheißspiel, Digga. Das ist meine Meinung. Wenn das so weitergeht wie bis jetzt, wird da nicht mehr lange Motivation am Schlüssel sein. Diese ganzen neuen Sachen, die sie da immer reinbringen wollen und immer dieses, oh, wir müssen mehr E-Sports-Richtung gehen. Die hätten so viele Sachen einfach gar nicht machen sollen, Digga. Finde ich echt schade. Finde ich echt schade. Keine Double Pump, okay, das war in Ordnung. Fand ich so. Aber was sie jetzt alles an den Waffen auch gepatcht haben, sowas wie... dass die Schrotflinte keinen One-Shotter mehr geben kann, die MPs auf Entfernung nur noch 8er Schaden geben. Ja, ich weiß nicht, Digga. Nur für mich persönlich ist so recht viel gepatcht worden, was das Spiel aus meiner Sicht, natürlich immer nur aus meiner Sicht, viele von euch Fans vielleicht auch, aber aus meiner Sicht hat es das Spiel eher verschlechtert anstatt verbessert, Digga. Das ist so meine Meinung dazu. Wann haben Sie das letzte Mal auf die Community gehört? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, Digga. Also ich kann mich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr dran erinnern, wann das letzte Mal von Epic Games auf die Community eingegangen worden ist. Kann ich mich wirklich nicht dran erinnern, Bruder. Sind wir mal ehrlich, wann haben Sie das letzte Mal gefühlt auf die Community gehört? Einfach mal sagen, wann haben Sie das letzte Mal auf die Community gehört jetzt, Fortnite? Kann ich mich wirklich nicht dran erinnern, Bruder. 1988. Ja, da war ich noch nicht mal auf der Welt, Digga. Lell. Fangen wir mit Scum an. Ich hätte Lust auf das Spiel, aber es ist halt ein PC-Spiel, Digga. Und ich finde es persönlich als Zuschauer, wenn ich es mir in einem anderen Stream angucke, eher langweilig zum Anschauen. Wenn ich mir mal überlege, ne, für mich so einer der besten Beispiele... die alte Musik in Fortnite. Sind wir mal jetzt ehrlich, Retalk aus der Zentrale, Digga. 99% der Spieler wollen die alte Fortnite-Musik haben. Die alte Fortnite-Musik. Das weiß Epic Games. Da kommt weder ein Tweet, yo, Freunde, dann und dann kommt die Musik, oder nein, wir können die Musik nicht mehr verwenden, weil Probleme damit oder whatever. Da kommt einfach null, wirklich null Feedback. Null fucking Feedback von Epic Games. Nichts. Da wird nicht drauf eingegangen. Überhaupt 0,0%. Nix. Überhaupt, Digga, nix. Und da finde ich, dann merkt man schon, okay, die hören auf die Community, will ich jetzt nicht sagen, aber also ein Spiel, was Community oder auf ihre Community hört, hätte doch zumindest noch mal ein Feedback gepostet, oder? Sag doch mal wieder PUBG. Ah, ich weiß nicht, Digga. Dann wieder an Maus und Tastatur zu gewöhnen, Bruder, da kriege ich einfach Nasenbluten, wenn ich dran denke. Da kriege ich Nasenbluten. Ich würde es einfach so extrem feiern,
Wenn sie einfach mal wieder Dings, wieder Dings droppen, Bruder. Fortnite. Mann, wie komme ich die ganze Zeit auf Fortnite, Digga? PUBG mal auf der Playstation bringen, Digga. Du hast da 9000 Euro PC stehen und warst damals nicht so schlecht. Eric, das Problem ist, Digga, dass ich mich nie wohlgefühlt habe, auf dem PC zu zocken, so vom Ding her. Ich bin Konsolenkind, Bruder. Ich bin einfach ein Konsolenkind. Klar, PUBG waren geile Zeiten, Digga, die ich auch vermisse, aber am Ende des Tages, Digga, habe ich mich nie, war immer ein geileres Gefühl, einen Controller in der Hand zu haben. So, das ist einfach so mein Hintergedanke, Bruder. Wir können ja mal abwarten. Wir können ja mal abwarten, Digga. Wir können ja mal schauen, wie die Blackout-Beta wert in Call of Duty. Und vielleicht können wir mal irgendwie machen, dass man vielleicht einmal die Woche oder so PUBG auch mal spielt. Weil ich sage euch ganz ehrlich, Fortnite, Digga, ist wirklich Liebe, Digga. Aber so wie sich das Spiel leider aktuell entwickelt, ist auch bei mir so der Faktor, dass ich mir sage, jeden Tag dieses Spiel zu streamen, die Zeiten sind leider vorbei. Nicht, weil das, finde, dass das Spiel an für sich scheiße ist, sondern weil das Spiel sich einfach in eine negative Richtung verändert, aus meiner Sicht. Spiel doch Black Ops 3. Also bevor ich Black Ops 3 streamen oder spielen würde, würde ich dann eher einen Stream machen, wo ich mir live eine Gurke ins Arschloch stecke. Das wäre dann mein letzter Stream, weil ich dafür gebannt werden würde. Black Ops 3 ist wirklich, Bruder, ganz, mies. Ich würde gerne wieder Oldschool mal zocken. MW3. Aber die Lobbys und die Hacker, die da unterwegs sind, machen das zu einem wahrscheinlich ungenießbaren Stream, Digga. Also Oldschool wäre schon vom Ding her mal wieder interessant, aber wie gesagt, ihr wisst ja selber, wie die Lobbys sind und die Hacker, die da rumlaufen, Digga. Das ist halt so gut wie ungenießbar. Mal schauen, Freunde. Mal abwarten.